Die Einstellungstests für Polizisten werden verändert. Das erklärt der Innensenator. Wir haben zum Beispiel im Sporttest gesehen, also das schlichte Laufen sagt relativ wenig, sondern wir haben geschaut, was macht der Polizeibeamte im Dienst, was sind die Herausforderungen. Und das haben wir versucht, in diese Sportprüfung zu transferieren. Was damit konkret gemeint ist, kann man in diesem Polizeischulungsvideo sehen. Die Tests sollen praxisnah werden. Hier wird die Rettung einer Person auf Zeit abgefragt. Das ist sinnvoller, als damit handeln zu experimentieren. Insbesondere beim Sporttest wurden aber auch Standards gesenkt. Wer durchfällt, bekommt neuerdings eine zweite Chance. Ein Zugeständnis im harten Kampf um die Auszubildenden. Auch die anderen Länder suchen Polizeibeamte. Der Bund ist sehr aktiv und in dieser Konkurrenz muss man sich auch behaupten. Die ersten Tests nach dem neuen System sollen Mitte Oktober starten.